Hallo und herzlich willkommen zurück auf ein neues etwas belegt. Zahlreiche Kräfte sind da und fordern Beschäftigung, eine genügende Bindung, aber und eine sichere Richtung finden sie nicht. So ergießen sie sich ins Unbestimmte und Leere. Aus dem Leben wird damit ein bloßes Verlangen nach Leben, ein Sehnen und Haschen nach ihm. Das ist ein Stand, wo eine Reflexion freischwebender Art das Feld gewinnt und sich ein Vermögen des Schaffens zutraut, wo ein glänzendes technisches Vermögen, eine staunenswerte Virtuosität mit einem völligen Mangel an Inhalt zusammengeht. Wo wir alles aussprechen können, was wir nur sagen möchten, wo wir aber wegen innerer Leere nichts Rechtes zu sagen haben. So droht sich uns Leben und Tun in ein bloßes Spiel zu verwandeln. Ein Spiel, das aufregen mag, das aber keinen Gewinn verspricht. Auch der Zersplitterung der Menschheit sei gedacht, die solches Auseinandergehen des Lebens erzeugt, indem dabei die Individuen nach ihrer Eigentümlichkeit, ihrer Lebenslage und ihrem Beruf an verschiedenen Punkten Stellung nehmen und verschiedene Richtungen verfolgen, entsteht eine Sonderung in Parteien und Sekten. Ein Behandeln aller Probleme vom Standpunkt der Partei, ein Verschwinden innerer Gemeinschaft, die Gefahr einer seelischen Vereinsamung inmitten überströmender Fülle äußerer Berührungen. Milderte nicht die von jahrtausendelanger Arbeit erzeugte geistige Atmosphäre die Konflikte und verberge nicht die gemeinsame Sprache das Auseinandergehen in der Sache, so könnte kein Zweifel darüber sein, dass wir heute innerlich in verschiedenen Welten lebten und dass diese Welten sich immer mehr spalten und verengen, bis schließlich jeder nur in seiner Privatwelt lebt. Nichts drängt zwingender über die geistige Anarchie hinaus als solche innere Vereinsamung, die sie uns auferlegt. Auch das unvermeidliche Sinken des inneren Niveaus des Geisteslebens, das aus solcher Lage hervorgeht, wird nicht lange mehr zu ertragen sein. Das geistige Leben ist dem Menschen kein bequemer Besitz. Es hat sich bei ihm gegen die bloße Natur und die kleinen Kräfte des Alltags zur Selbstständigkeit mühsam erst aufzuarbeiten und es muss diese Selbstständigkeit immer von Neuem verteidigen. Wie aber könnte es das, wenn sich so sehr bei sich selbst entzweit, wenn nirgends dem Menschen ehrfurchtgebietend gegenübertritt, sondern lediglich an seiner Meinung und Neigung zu hängen scheint. Damit sich das Leben ins Gehaltvolle und Große erhebe, bedarf es nicht nur eines alles umfassenden, alles belebenden, alles verbindenden Zieles, es bedarf, wie der körperliche Organismus zur Regulierung seines Laufes, auch gewisser Hemmungen und Widerstände. Jene geistige Anarchie kennt aber weder ein Ziel noch irgendwelche Hemmung. Wir brauchen nicht weiter auszuführen, dass es auf diesem Weg nicht weitergeht, dass die geistige Krise in eine Zerstörung auslaufen muss, wenn sie keine Gegenwirkung findet. Vollauf verständlich wird von hier aus, wie unsere Zeit vom Durchschnitt aus angesehen, sich als eine Zeit des Unglaubens darstellt, des Unglaubens nicht an bloße Dogmen, sondern an das Leben selbst, als eine Zeit, die an einer Lust zum Verkleinern und Verneinen krankt und die den Menschen bei allem technischen Vermögen von seiner Seele niedrig denken lässt, als eine Zeit, auf der bei allem Gerede und Größe und Lust des Lebens in Wahrheit der Druck einer schweren Missstimmung und ein starkes Gefühl der Sinnlosigkeit unseres ganzen Daseins liegt. Aber so hoch wir alles dies anschlagen mögen, nun und nimmer ist es das Ganze unserer Zeit. Wie könnte, wenn nicht mehr in ihr wirkte, sie so Großes in ihrer Arbeit leisten und alle bisherigen Zeiten darin so weit überflügeln? Wie könnte sie von einer so mächtigen Bewegung, von so rastlosem Streben erfüllt sein, wie wir auch das um uns gewahren? Ja, selbst sie jene Schäden, jene Zersplitterung, jedes Unsicherwerden so stark, so schmerzlich empfindet, erweist deutlich genug, dass jener Stand sie keineswegs gänzlich einnimmt. In Wahrheit erhält sich und wächst inmitten aller Verwicklungen der Eindruck, dass hinter allen Kämpfen und Wirren der Zeit ein wesenhafteres Leben steht, das sich in ihnen sucht und eben dadurch ihnen Kraft und Leidenschaft einflößt, das sich freilich an ihnen noch nicht zur Genüge findet und daher zunächst die Schranke mehr zeigt als überwindet, das zunächst wie ein Geist über den Wassern schwebt, ohne ins Schaffen zu kommen. Die Lösungen der Vergangenheit wurden unzulänglich.
Das jedoch nicht wie Parteieifer für das Alte uns einreden möchte, weil wir den Sinn für das Wahre und Große verloren, sondern weil die weltgeschichtliche Lage des Geisteslebens Forderungen stellt, denen die übernommenen Lösungen, so wie sie vorliegen, nicht entsprechen. Die Gegensätze zum Beispiel, an denen wir leiden, sind wahrlich nicht von heute und gestern. Jede genauere Betrachtung entdeckt sie auch in früheren Zeiten. Aber zu unversöhnlicheren Widersprüchen wuchsen sie erst uns, die wir, schon weil wir eigentlich geschichtlich denken und die Zeiten miteinander vergleichen, das Eigentümliche und Unterschiedliche der Lebensgestaltungen schärfer sehen und die wir zugleich Kraft eines stärkeren Verlangens nach Einheit uns nicht wie das Mittelalter mit einem bloßen Nebeneinander und einer geschickten Anordnung der verschiedenen Gestalten begnügen können, sondern notgedrungen einen inneren Zusammenhang fordern. Es ist nicht sowohl unser Vermögen kleiner als die Aufgabe größer geworden. Und die Auflösung des Lebens greift deshalb um sich, weil wir jener einstweilen nicht gewachsen sind. Aber die Aufgabe kommt uns nicht von außen, sondern sie entspringt aus unserem eigenen Wesen und bezeugt damit die Größe dieses Wesens. Ein Missverhältnis zwischen unserem Wollen und unserem Können ist augenscheinlich. Aber auch das Wollen, sofern es ehrlich und kräftig ist, muss in die Waagschale fallen. Und an solchen Wollen fehlt es der Gegenwart wahrlich nicht. Hüten wir uns also, von der eigenen Zeit gering zu denken, weil sie sich im Innern so unfertig ausnimmt und so viel Widersprüche in sich trägt. Keine frühere Zeit hat die Möglichkeiten des Lebens in solcher Fülle ausgebildet und so stark aufeinander wirken lassen. Keine hat das Lebensproblem in so weitem Umfang aufgenommen und mit solchem Eifer behandelt, wie es die unsrige tut. Frühere Zeiten hatten es insofern leichter, als die Zweifel und Kämpfe einen gewissen Grundbestand unangetastet ließen und daher innerhalb eines gemeinsamen Raumes blieben. Wenn heute die Erschütterung nichts unangetastet lässt, so kommt dies zum guten Teil daher, dass wir unser Denken und Tun mehr auf Selbstständigkeit und eigene Erfahrung begründen wollen und daher größere Ansprüche stellen. Auch sei nicht unterschätzt, die Weite des Horizonts, die Freiheit, womit die Zeit einem jeden eigene Wege zu suchen gestattet. Nicht ihr starkes Verlangen nach Vertiefung und Befestigung des Lebens, nicht die große Empfänglichkeit, die sie allem entgegenbringt, das aus der Verwicklung herauszuführen verspricht. Auch ein Umschlag ist hier unverkennbar. Ging bis dahin die Hauptbewegung mehr in die Weite und Breite, wächst jetzt sichtlich das Verlangen nach Einheit und Konzentration. Die Probleme des Ganzen und inneren Menschen gewinnen wieder eine elementare Kraft und ergreifen die ganze Kulturwelt. Es gilt, diese Bewegung nur anzueignen und nach bestem Vermögen weiterzuführen. Dann lässt sich darauf vertrauen, dass die Zurückwerfung des Menschen aus dem tiefsten Kern seines Wesens schließlich zur Verjüngung und Kräftigung des Lebens dienen wird. Was aber Ziel dabei zu erstreben sei, das erhellt klar aus der Art der Verwicklung. Es haben sich keineswegs bloß die Deutungen des Lebens zerworfen, sondern das Leben selbst hat sich in verschiedene Ströme gespalten. Es hat sich im eigenen Bestande entzweit. Darüber ist nur hinauszukommen durch die Erreichung eines der Verwicklung überlegenen Lebens. Eines Lebens, das der Zerstreuung entgegenzuwirken und bei jeder einzelnen Bildung Recht und Unrecht zu scheiden vermag. Zu solchen Ziele gilt es, über die gegebene Lage hinaus vorwärts zu dringen und aufzuklimmen. Doch könnte das Neue, das wir erstreben, nicht leisten, was wir hoffen, wenn es nicht unseren eigenen Wesen von Haus aus angehörte und von jeher wirksam gewesen wäre. Neu an ihm kann nur sein, dass es in den Vordergrund tritt und sich in ein Ganzes zusammenfasst. Auch genügt hier nicht ein Herstellen mehr oder minder ansprechender Kombinationen. Es gilt die Aufdeckung eines Tatbestandes, die Entscheidung über eine Tatsächlichkeit. Aber der Tatbestand, der hier in Frage steht, die Verbindung des Lebens zu einem umfassenden und überlegenen Ganzen, fällt uns nicht fertig zu. Wir müssen, um seiner gewiss zu werden, ihn in uns erzeugen und bei uns entwickeln. Ohne eine Selbstbestimmung und Selbstvertiefung des Lebens gibt es hier keinen Weg. Suchen wir also mit solcher Selbstbestimmung über die bloße Kritik hinaus zu einem Aufbau zu kommen. Das jedenfalls hat uns die bisherige Betrachtung gezeigt.
Dass ein solches Streben kein müßiges Unternehmen ist, eine schwere geistige Krise ist unverkennbar. Im gegenwärtigen Stande ruhen, ruhig verharren können wir nicht. Entweder müssen wir bei allen äußeren Erfolgen innerlich weiter und weiter sinken, oder wir finden den Mut und die Kraft zu geistiger Selbsterhöhung und zur Bezwingung der Widerstände. Sicherlich ist darauf zu vertrauen, dass, was in der Menschheit jugendlich fühlt, den letzteren Weg betreten wird. Jugend aber misst sich bei diesen Fragen nicht nach der Zahl der Jahre.